Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feed the Beast Monsters. Ja, willkommen zurück. Und zwar heute immer noch mit unserer kleinen Arche. Mit dem Reservoir, dass wir die Tiere sozusagen hier safen. Da haben wir jetzt den zweiten Raum angefangen mit den Hunden. Die Katzen und die Squills haben wir schon, den Mushroom King, beziehungsweise die Fledermäuse haben wir auch. Und dafür müssen wir jetzt noch zwei Räume bauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, fangen wir doch einfach direkt da mal mit einfach schnell eben an. Und heben hier mal ganz kurz eben die Räume aus. Das sollte eigentlich relativ zügig hier vonstatten gehen. Wenn hier nicht so viel Erde man wäre. Naja gut, okay, kriegen wir aber trotzdem irgendwie hin. So, soll ich mal ganz kurz eben gucken. Und zwar müssen wir 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, in die Richtung, ne? Das müsste eigentlich reichen. Eine 4x4er Fläche war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich denke mal, das dürfte so richtig gewesen sein. So, dann habe ich nochmal nachgeguckt. Der ein oder andere hatte auch einen Wunsch, beziehungsweise einer hatte, glaube ich, bloß einen Wunsch, wie wir eine Katze benennen sollten. Und zwar, ich hatte es mir aufgeschrieben, wo Schanz? Ah da, Fienchen, genau. Eine Katze soll Fienchen genannt werden, das werden wir auch natürlich machen. Habe ich ja versprochen, wenn ihr Namensvorschläge habt, dann werde ich die Tiere danach auch natürlich benennen. Und natürlich sollten das auch passende Namen sein, also beziehungsweise keine irgendwelchen Namen, die man nicht nehmen kann oder nicht nehmen sollte, ne? Also schon vernünftige Namen. Und dann werde ich das auch natürlich machen, das habe ich gesagt. Und dementsprechend werden wir eine Katze auch dementsprechend danach benennen. Gut, ich hebe hier noch ganz kurz eben weiter die Räume aus. Dann werden wir den Gang hier noch gleich eben etwas erweitern. Und dann auch schon mal mit den richtigen Steinen versehen. Beziehungsweise müssen wir den Wassertank müssen wir auch noch machen für die Squids. Die müssen wir übrigens auch benennen, aber da brauche ich jetzt erstmal vorher einen Namen für. Weil die will ich nicht auf gut Glück benennen. Also wenn ihr Ideen für Tintenfischnamen habt, dann immer her. Immer am besten so einen männlichen, einen weiblichen Namen. Dann passt das auch vielleicht ein Stück weit besser. Gut, einen Augenblick. Schwupps. Und dann brauchen wir noch die hier, glaube ich, ne? Eben schnell weg. So, da müssen wir theoretisch auch noch einen tiefer gehen. Das kriegen wir ja relativ zügig mit unserem Hämmerchen hin. Und da könnte ich auch theoretisch anfangen und das Ganze auch gleich hier schon mal dann eventuell weghämmern. Weil da müssen wir eh dann gleich bei. So, dahin. Das hier weg. Das hier weg. Und die machen wir eben schnell einzeln. Was soll der Geiz? Und dann einmal noch darum. Das sieht doch eigentlich relativ gut aus schon. Also jetzt 2-3 Minuten. Das haben wir doch relativ zügig hier jetzt hinbekommen. Gut, dann weiter geht's jetzt im Prinzip hier mit dieser Schneise. Da soll ja jetzt Wasser rein. Theoretisch hätte ich das... Ich hätte das theoretisch noch anders machen sollen. Das hätte nämlich... na egal. Machen wir es einfach schnell hier mit einem von denen hier. Was soll's. Damit man es durchs Wasser nicht durchschimmern kann, haben wir das ja so gemacht, dass wir auch noch die Seiten, beziehungsweise da, wo das Wasser sozusagen dran liegt, auch noch mit den Steinen hier ausgekleidet haben. Und dann werden wir natürlich dann hier auch weitermachen. So, und dann muss ich mir mal ganz kurz ein paar Steine besorgen. Sorry, da muss ich mal ganz kurz eben husten. Und dann braucht man noch eben einen Schüssel, um das Stein eben auch zu transformieren. Das ist, glaube ich, das Richtige, was ich brauche. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus hier. Und dann das an die Seiten hier wiederum dran. Das geht aber um auch zwei hoch. So. Und das können wir dann hier auch gleich in dieser Richtung hier so hinziehen. So, das ist doch schon mal... Ups, da haben wir einen vergessen.
schon mal sehr, sehr gut aus. Da muss noch Glas drüber. Hier hinten mache ich das zu oder lasse ich das so. Eigentlich brauche ich es ja nicht zumachen. Dann machen sich nur das hier eben... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die da reinsetzen. Müssen wir es einfach nur so machen. Und die Wand hier könnten wir theoretisch auch schon gleich mit Stein versehen. Wobei, das reicht dann hierfür definitiv nicht mehr. Okay, da muss ich noch ein bisschen mehr Stein. Wir brauchen mehr Stein. So, ein wenig mehr Stein. Und die Sachen, die wir nicht brauchen, einfach mal ins System. Gut, einmal wieder umwandeln. Und das Ganze hier wieder an die Wand. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen für Licht sorgen. Machen wir dann mal hier eine und ich würde sagen, in da eine hinsetzen. Dann passt das eigentlich vom Lichtverhältnis. Und hier muss dann die Wand zwischengezogen werden. Das wäre also dann im Prinzip hier. Huch. Naja, einen Augenblick. So, und dann machen wir das so. Schwupps. Bäh. Gar nicht mal so schön zu laufen gerade hier, weil es hier noch alles offen ist. Gut, das heißt, da kommt dann auch eine Wand hin. Ach, guck, jetzt stehen wir auf der Lampe. Ist aber nicht gar nicht mal so schlimm. Obwohl, na, besser wäre es doch, wenn wir so gucken. Ja, die Lampe sitzt auch richtig. Und das hier passt dann mit dem Abschluss auch. Nice, 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 nice. Gut, dann wollen wir theoretisch hier noch eine Wand hinziehen. Das heißt, da geht dann auch noch eine Mauer sozusagen hoch. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Blöcke zu viel verbaut. Das macht aber, glaube ich, grundsätzlich jetzt erstmal eher nichts. Wenn wir jetzt ein oder zwei Blöcke zu viel verbauen, denke ich mal, kann jeder mit leben. Hauptsache, wir haben alles sozusagen vernünftig hier verkleidet. So, dann können wir theoretisch auch hier schon die Decke wieder reinziehen. Die passt dann definitiv hier rein. Und das ist jetzt im Prinzip hier einer der beiden, den werden wir dann zum Wassertank verändern. Beziehungsweise, die müssen wir dann halt voll mit Wasser sozusagen befüllen. Gut. Ja, wie gesagt, die zum Beispiel, die obere Reihe, die hätten wir gar nicht gebraucht. Weil hier nachher noch Zwischenblöcke kommen. Okay, hier schon, weil er ja Glas ist, aber ansonsten, oder beziehungsweise alle Blöcke, die jetzt in dieser Richtung liegen, hätten wir auch theoretisch nicht gebraucht. Weil ganz einfach die nachher von der Decke, die hier noch dazwischen kommt, unsichtbar gemacht sind, beziehungsweise die in diesen Ecken liegen und so weiter und so fort. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Jetzt muss ich überlegen, wo will ich den Tank hinbauen? Ich glaube, den Tank mit den Squids, den werde ich hier hinsetzen. Und dann werden wir das hier noch zu Gras machen, meiner Meinung nach. So, muss ich ganz kurz gucken. Ah ja, genau, die hintere Wand, die ist theoretisch auch hier wieder in den Schrägecken. Die hätten wir theoretisch nicht gebraucht. Haben wir einfach mal so befüllt, was soll's. Ist halt so. Ah ne, wir haben ja noch 64, das sollte reichen eigentlich. So, und hier theoretisch muss dann auch noch eine Wand hin. Dann hätten wir auch das geschafft. Ja, die Fledermäuse muss ich auch fast zuletzt reintun. Und auch denen müssen wir noch einen Namen geben. Das heißt also, wenn ihr für die Fledermäuse... einen Augenblick. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Irgendwie haben wir was falsch gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir sind mit der Wand einen zu weit vorne, ne? Weil hier kommt doch eigentlich das Glas hin. Wartet, wartet, wartet. Ich glaube, die Wand muss noch einen weiter nach hinten. Einen Augenblick. Ich glaube schon. Dann werde ich das mal eben ganz kurz schnell und fein machen. Weil sonst passt das, glaube ich, nicht. Sonst passt das nicht. So, schwupps. Dann die Wand eben hier wieder
dorthin gezogen. Und dann theoretisch das so, ne? Und dann ist das auch ein 4x4. Ja, das könnte wohl eher richtig sein. Und hier ist dasselbe Problem. Das heißt, da werde ich die dann auch nochmal eben ganz kurz rausnehmen. So. Das heißt, hier kommen wieder 4 Stück hin. Wobei, hier kann ich ja überlegen, ob ich theoretisch, naja, erstmal nicht die Theorie, sondern erstmal die Praxis. Hier kann ich ja überlegen, ob ich, weil das ja eh ein Tank eigentlich wird, ob man das hier nicht eh dann einfach komplett mit Stein macht. Aber so einen schönen Steintank. Auch mal was anderes. So, theoretisch könnte man sich auch überlegen, ob man hier ganz anderes Material dann nimmt. Aber das können wir so theoretisch lassen erstmal. Hier kommt aber auch Glas davor. Was klackert hier denn also wieder? Sind das hier die ganzen Hühnchen-Eier, die hier immer wieder angezogen werden? Ich glaube, ich mach das Ding mal ganz kurz eben aus. Dass es hier nicht so die ganze Zeit immer pling, 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 pling macht. Das könnte sonst als auf Dauer ein wenig nervend sein. Okay. Das heißt, wir brauchen Clear Glas brauchen wir noch. Davon weiß ich gar nicht, wie wir noch haben. Normales Glas, Clear Glas. Ein. Wie viel Sand haben wir denn noch? 120. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann, da müssen wir mal ganz kurz hier eben die Abkürzung machen. Und, das Bassin ist sogar noch da. Das ist sehr gut. Machen wir das einmal so und das einmal zum Nachbefüllen. Dann holen wir so ein bisschen mehr Klierglas. Dann kann ich da schon mal das Wasser reintun. Hier an der Schräge hier unten. So, lass das hier schon mal ein bisschen durchlaufen. Und baue schon mal ein, zwei von dem Klierglas wieder ab. Und besorge mir mal ganz kurz eben hier ein Eimerchen raus. Damit ich das Wasser dort auch dann, ein wenig wieder weiter vorantreiben kann. So. Das geht eigentlich sehr, sehr gut. Habe ich das Gefühl. Hoffe ich zumindest. So. Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, das Wasser steht soweit. Jetzt schon mal. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann können wir mal ganz kurz gucken. Mittlerweile müsste eigentlich glastechnisch noch nichts drin sein. Okay. Oh, habe ich das Ding da oben ausgeschaltet? Das könnte natürlich durchaus noch sein. Ein Augenblick. Kann sein, dass ich den Hebel vergessen habe, umzulegen. Ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ist aber kein Thema. Machen wir kurz an und dann fließt das Glas da eigentlich relativ schnell rein. Gut, 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 gut. Aber wir wollen natürlich das Ding da auch dann hier so weiterführend dann hier machen. Sonst bleibt das ja oder wird das ja kein wirklicher Kanal. Und das war ja mehr oder weniger gewünscht. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel normales Glas verwendet. Und da haben wir Clear Glas verwendet. Naja, gut, egal eigentlich. Eine andere Sache, die ich noch brauche, ist folgendes. Ich will ja noch ein paar Tiere ganz kurz eben umsortieren. Eventuell kann ich mir einen Augenblick, noch ein Safari-Netz machen. Oh, gerade so, ja. Wunderbar. Obwohl, wir könnten uns theoretisch auch noch ein paar Enderperlen wieder machen. Das ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Schwupps. Aber ich will die ganzen Tierchen jetzt nochmal ganz kurz eben etwas, nicht ins Wasser, umsortieren. Das heißt, ich glaube, ich nehme die Kühe hier mit raus. Na, und pack die einfach hier. Obwohl, eigentlich passen Schafe besser, ne? So Hunde und Schafe passen theoretisch besser. So, dass die Hunde auf die Schafe aufpassen müssen. Wobei, es sind ja eigentlich Wölfe. Na, egal. So. Meine kleinen Hundis, passt mal etwas auf die Schafe auf. Na, komm. Er will nicht rein. So, jetzt aber. Perfekt, das heißt, wir haben zwei Kühe, wir haben hier zwei Hühnchen, zwei Schweinchen, das heißt, da sitzen welche genug drin. Hier könnten wir jetzt theoretisch, da packen wir die Katzen dazu.
In den hier packen wir den Mushroom King, die Bats und die normalen Mushroom-Kühe. Und hier werden wir dann die Squids. Also das heißt, wir haben eigentlich genügend Käfige, wir haben alles eigentlich perfekt organisiert. Und ja, in der nächsten Folge werden wir mal versuchen, uns dann die Mushroom-Kühe zu besorgen. Eventuell habt ihr dann noch ein paar Namen für die Squids und für die anderen Tierchen sozusagen parat. Das heißt, dann können wir die theoretisch auch benennen. Schwupps, die sind da schon fertig drin. Das heißt, hier kommen nur noch die Katzen rein. Ja. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht im Prinzip. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus hier mit der Base. Freut mich auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr noch Ideen habt oder Vorschläge habt, immer her damit. Ich lese alles durch auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, erst einmal. Ciao, ciao.